Ja, Pele, wir stehen jetzt im Stadion, was gerade noch gebrodelt und gekocht hat. Jetzt werden hier die Aufräumarbeiten auf der Nordwand fortgesetzt, was auch bemerkenswert ist, dass die Jungs ihre Dinge gleich wieder alleine besätigen, dass das alles in Ordnung gerät. Erstmal was zur Kulisse des heutigen Tages. Es ist ja eine außergewöhnliche Situation, die wir heute hier erleben durften, die euch natürlich auch großartig geholfen hat, glaube ich. Erstmal freue ich mich, dass du gesund und vor allen Dingen erholt zurückgekommen bist. Ja, alle Wünsche, die ich so hatte, also im Vorbericht der Interviews unter der Woche, Publikum unterstützen, auch wenn man eine schwierige Phase ist, das durfte ich heute alles mitnehmen, durfte ich alles aufsaugen. Eine Stimmung unfassbar, gerade nach dem 1-2. Und dann nach dem Spiel in der vierten Liga, keiner geht nach Hause. Alle machen ja heutzutage die Handys an, diese Freude. Und zumindest mal in diesen 95 Minuten dem was zurückzugeben, das war uns ein Bedürfnis, ist mir ein Bedürfnis. Und jetzt noch fünfmal, alles so weiter. Klug sein, gut analysieren, wir haben was zu verbessern. Aber was wir heute gezeigt haben, dass wir verteidigen können, ich glaube, das ist nicht unwichtig. Und wir haben einen bockstarken Thiele gesehen, der heute den Kopf rausgestreckt hat. Schade, dass wir Hillebrand rausnehmen mussten, aber der war auch schon in der Trainingswoche unglaublich stark, unglaublich fokussiert. Und dann hat die ganze Mannschaft mit dem Publikum gefightet. Natürlich der Gegner viel Ballbesitz, aber ohne große Torchancen zu haben. Dennoch wünschte ich mir dann ein bisschen die Passivität wegzulassen und vorne wieder zu attackieren. Aber das ist einfach so gesagt, ne, vor so einem fantastischen Publikum zu spielen. Ich habe es gerade in der Pressekonferenz gesagt. Ich durfte vor 8 Jahren zurückgeholt und durfte das zweite Mal diesen außergewöhnlichen Job hier annehmen. Da haben wir 0-5 verloren gegen Groß Asbach und jetzt darf ich das heute erleben. Das ist außergewöhnlich und bin ich absolut dankbar für. Erinnert das so ein bisschen an das Flensburg-Spiel, wo auch so eine wahnsinnige Kulisse war und auch mit einem ähnlichen Erfolg abgeschlossen wurde? Ja, letztes Jahr so Erfurt waren ja auch so viele Zuschauer, aber man merkt natürlich auch, dass das natürlich auch ein bisschen erdrückt, ne? Also im positiven Sinne. Und du genau überlegst, ne? Aber das erste Tor, das war fantastisch, das zweite Tor dann auf Nordwand, Heike, unglücklich für den Torwart, aber so ist halt dann der Fußball. Und dann hätte ich mir gewünscht, es ist einfach gesagt, ich weiß, dass wir dann an den 2-0 nachlegen und vielleicht schon in der ersten Halbzeit die Entscheidung wollen. Auf der anderen Seite, dann wirst du ausgekontert, das ist auch eine Mannschaft, die gerne umschaltet. Man sieht, wie schwierig das ist, wenn du auf eine gut organisierte Mannschaft triffst, dass es nicht so ganz einfach ist, eine Torschance zu erspielen. Und deswegen nehmen wir den Sieg. Wir sind jetzt vor Greifswald. Das war uns mal ganz wichtig. Diesen Druck hatten wir auch. Und jetzt können wir nach wie vor mit diesem heutigen Abend und mit dem Sieg heute, können wir es aus eigener Kraft schaffen, unseren großen Traum. Und ich glaube, ich meine, das sagt dann jeder für sich, unabhängig davon. Aber wenn das dieses Publikum, diese Region, diese Vereine, nochmal 18.000 Zuschauer, aber auch diese Stimmung, aber auch diese, ich sag mal so, diese Liebe zu diesem Club, das merkt man ja, in wie man unterstützt. Das ist ja außergewöhnlich. Also wenn dein Spieler jetzt keinen Bock hat, die restlichen Spiele da alles aus sich herauszuholen, na, dann weiß ich nicht, was willst du? Dafür spielst du doch Fußball. Und deswegen bin ich, sag nochmal, ich habe das ja vorher schon gesagt, ich bin einfach dankbar, habe ich auch zu den Spielern gesagt, dafür spielen wir Fußball, geh raus jetzt. Jetzt geh raus, was hat Franz Beckenbauer? Ich, alles Beste. Er hat immer gesagt, geht's raus und spielt Fußball und fang nicht an so nachzudenken. Und das sollten wir jetzt auch so tun. Hat sich aus deiner Sicht der bisherige Spitzenreiter so vorgestellt, wie ihr es erwartet habt und darauf auch eure Taktik ausgerichtet habt? Am Ende gibt euch der Erfolg recht mit diesem 2-1-Erfolg. Ja, ich glaube schon, dass das 1-0 natürlich auch fantastisch war, aber genauso wie wir es wollten. Obwohl das 2-0 auch in der Entstehung ist natürlich dann trotzdem glücklich, dass der Torwart den, ich glaube, durch die Fäuste kriegt. Aber die Entstehung zu den beiden Toren, die fand ich gut. Und dann, wie gesagt,
Wir wollten schon ins Umschaltspiel kommen. Da haben wir auch oft genug gezeigt, dass wir das richtig gut machen können. Dennoch wünschte ich mir manchmal dann aus diesen Umschalten auch vorne zu bleiben. Schnelles Gegenpressing. Nur ist es einfach gesagt, ne? Wir sind am 29. Spieltag. Ich habe das öfters gesagt. Und dann jetzt mit diesem Druck gilt natürlich für alle Mannschaften, die dann um den Aufstieg spielen, dann erstmal damit umzugehen, ist nicht immer ganz so easy. Und von daher bin ich sehr zufrieden. Ich hätte anders wechseln können, wenn nicht so viele Spieler, Hillebrand, schwere Prellung, also Pferdekuss. Heike wollte schon in der Halbzeit raus, hatte Magenprobleme, dann Pelivan. Ich fand, dass Hoffi ist natürlich unfassbar viel gelaufen, aber der war dann auch ein Stück drüber, hat dann einfache Ballverluste gehabt. Und dann haben wir uns heute Morgen entschieden, Brettschneider für Kusic, weil wir nicht wussten, okay, was kommt da, und wir brauchen ein starkes Team außen. Dann hätte ich natürlich lieber Kusic gehabt, und das war heute Morgen auch nochmal ein Brett, da habe ich auch zu der Mannschaft gesprochen, warum das mir sehr, sehr schwer fällt, gerade vor so einem Spiel, da würde ich natürlich lieber alle Spieler mitnehmen, und wie die Mannschaft das dann aufgenommen hat, speziell die Spieler, die nicht dabei waren, das war famos, und dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken, weil das nicht selbstverständlich ist. Das zeichnet aber auch die Mannschaft aus, dass sie das Verständnis aufbringen und sagen, ja, okay, ich heißt nicht, der andere ist jetzt viel besser als ich, aber was aus einer Ebene, aus der du mal schöpfen kannst, wo ich sage, sie sind schon alle in einem großartigen Level. Deswegen wird immer einer auf dem Zettel stehen, der andere auf der Tribüne sitzt. Ja. Kommunizieren ist wichtig, ehrlich kommunizieren, vor allen Dingen auch unter der Woche, Spieler dann auch dieses Gefühl zu nehmen, dass das nicht an die Leistung liegt, dass aber am Ende Entscheidungen getroffen werden müssen in dem Fall, und manchmal ist es auch ein bisschen so Bauch, was macht der Gegner, was könnte dann passieren, wie wollen wir beginnen, wie wollen wir anlaufen, hin und her. Ich habe den Jungs heute Morgen gesagt, 100% korrekter gibt es da nicht. Normalerweise, wenn ein Brettschneider erst 3-4 Tage trainiert und 4 Wochen raus war, und dann andere dafür zu Hause zu lassen, nicht ganz so einfach, hat aber dann auch manchmal was mit der Position zu tun, und von daher, wie sie das dann aufgenommen haben, ich glaube, das hat man dann auch nach dem Spiel gesehen, sind alle runtergekommen, haben jeden abgeklatscht und sich für die Jungs gefreut, zumal sie noch wichtig wären. Wir haben einige gelbe Karten, also 4, da wird noch der eine oder andere ausfallen, und ich glaube, dann wirst du das auch, wenn du dich so dann verhältst, wirst du das auch zurückbekommen. Jetzt seid ihr Erster und habt erstmal ein schönes Wochenende, denke ich. Denkt man schon weiter? Die Greifswalder, haben wir vorhin gerade gesagt, Kotscher zum Beispiel, der sagte, ach, was ihr immer alle habt, wir sind Aufsteiger und wir spielen eine tolle Saison. Und jetzt schiebt uns jeder schon den Favoriten in die Schuhe. Ihr müsst euch aber gefallen lassen, ihr habt von Anfang an gesagt, wir wollen Erster werden. Ich habe gesagt, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich habe nicht gesagt, dass also wollen immer Erster werden. Sollte auch der Anspruch sein für Energie Cottbus. Nur wenn man am Ende dann Zweiter oder Dritter wird, ich glaube nicht, dass wir dann eine schlechte Saison gespielt haben. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Nur wenn du am 29. Spieltag so nah dran bist, dann möchtest du natürlich auch das ganz Große. Aber das möchte auch der Gegner heute. Natürlich Aufsteiger hin und her. Ne? Aber beim Aufsteiger in Greifswald, also bei allem Respekt, die einen Zuschauerschnitt von 1.300, 1.400 haben, spielen dann aber auch nicht solche Spieler. Also gibt es ja auch finanzielle Möglichkeiten, die sehr, sehr ordentlich sind. Also das darf man dann am Ende nicht vergessen. Wir haben Publikum, 18.000, aber wir haben auch einen Kostenfaktor, das habe ich schon immer gesagt. Ich würde mir mal wünschen, heute, dass ich glaube, dass viele, die in der Stadt eine Verantwortung haben, im Stadion waren, ne, sich dann so als Familie präsentieren. Ich glaube, dass man diesen Club Energie Cottbus mehr unterstützen sollte, mehr unterstützen kann. Da geht es nicht immer nur um Geld, da geht es auch um andere Sachen. Ne. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Aue, die werden 200.000 Euro erlassen. Da freue ich mich für Aue, weil sie es auch verdient haben, weil sie diese Stadt repräsentieren. Und dann wird mal die Stadionmiete gestundet. Da freue ich mich auch. Da bin ich nicht neidisch drauf. Sowas wünschte ich mir in meinen Cottbus, um vielleicht ein bisschen sich breiter aufzustellen, ein bisschen nochmal in die Infrastruktur zu investieren oder beziehungsweise auch im Vorfeld eines Sommers
dementsprechend auf dem Transfermarkt zu agieren, um vielleicht sich da schon breiter aufzustellen. Weil es wird immer gesagt, ja, Stürmer, Stürmer. Wir können uns nicht mehr Stürmer als Timmy Thiele und Heike leisten. Deswegen versuche ich ja so einen Druck auszuüben. Wenn ihr wechselt, okay, finde ich schade. Also brauchen wir andere Stürmer. Wir können keine vier Stürmer. Und von daher wünschte ich mal, dass heute genau hingeguckt ist, weil Energie Cottbus, der Club generiert 18.000 Zuschauer. Und da sollte sich mal der eine oder andere an der Nase packen und sagen, okay, mal über seinen Schatten springen. Und ich glaube, dass man das anders unterstützen kann. Das soll nicht so heißen, dass die anderen Vereine nichts bekommen. Aber das ist das Aushängeschild dieser Region. Nur über Energie Cottbus kennt man auch sehr oft nur die Stadt Cottbus. In Bundesliga-Zeiten war es immer die Rede davon, Cottbus durch Energie der beste Werbeträger. Sowas können wir mit Werbung überhaupt nicht erreichen. Aber Energie Cottbus in der Bundesliga, das ist eine ganz große Sache. Nach ein paar Jahren Ruhe ist es, glaube ich, jetzt im Moment wieder so weit, dass man sagt, man spricht wieder über eine Energie Cottbus. Wegen der Leistung, wegen dem Tabellenplatz, Stand heute, aber auch wegen der Kulisse. Ach, wegen der Kulisse, das ist ja außergewöhnlich. Nochmal, vierte Liga, das ist... Da gibt es gar keine Worte für, um das lobend zu erwähnen. Also weiß ich nicht, das ist ja fast alles, was ich sage, ist dann untertrieben. Und von daher, Bundesliga, jahrelang zweite Liga, natürlich enttäuschend für so einen Club, für so eine Region mit diesem Publikum. Vierte Liga, aber die unterstützen ja alles. Dann sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob man dieses Stadion auch nicht verändert. Also woanders, die spielen in der vierten Liga mit uns. Ne? Karlsruhe Jena kriegt ein neues Stadion für 60, 70 Millionen. Ne? Zwickau hat irgendwann ein neues Stadion gekriegt. Chemnitz hat ein neues Stadion gekriegt. Die spielen ja auch nicht höher. Und das meine ich halt einfach mal, diesen Club, einfach mal diesen Rückenwind zu geben, einfach mal durchzuatmen. Und nicht immer, wenn das Spiel verloren wird, dann bricht ja alles zusammen. Und ich glaube, das würde uns auch ein Stück mehr Ruhe geben. Ansonsten machen wir alles, um da wieder hinzukommen. Weil nochmal, die Leute, die Fans, auch die Choro heute wieder, das ist ja außergewöhnlich. Ja. Das ist mehr Dankbarkeit kann ich nicht mitteilen. Und das, was du gerade gesagt hast, also auf diesem Weg hat Energie heute, glaube ich, einen ganz, ganz großen Schritt gemacht, nicht? Dass man diese Anerkennung ja einfach spürt durch die Fans, aber die auch andersrum gut wäre, gerade wie du es beschrieben hast. Für heute nochmal herzliche Gratulation nach einem Spiel, das diesmal wirklich zwei tolle Halbzeiten hatte. Oftmals war es nur eine in der Vergangenheit, das muss man leider so sagen. Aber heute hat alles gepasst in diesem Spitzenspiel. Ich erinnere mich damals an Erfurt und andere. Heute war wirklich... Von der Stimmung, von der Leistung hat alles zusammengepasst. Die Familie hat heute zusammengestanden, die Fußballfamilie. Ich habe heute Morgen zum André Rohrbock gesagt, André, heute Abend kommt die Familie wieder zusammen. Wir freuen uns darauf, sollen das genießen. Und ich glaube, dass man das dann nach dem Spiel auch gemerkt hat, dass wir sehr, sehr glücklich und sehr, sehr erfreut über diese fantastische Unterstützung waren.